So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Ihr seht, der Sommer ist da, die Sonne brennt. Der Iswo ist auch am Start, der liegt nämlich hier hinten im Pool, wie man sieht, mit einer richtig hässlichen Mütze, genau wie ich. Die Sonnencreme ist aufgetragen und wir wollen jetzt mal ein paar Burmis entwickeln. Denn das ist ja ganz wichtig, wenn ihr ein männliches und weibliches habt, das wird ja jeweils was anderes. Und damit ihr alle Formen habt, sammelt ihr am besten von jedem, männlich und weiblich. Und ich greife mal in meine Hose. Muss ich aufpassen, weil alles glitschig ist. Oh, ich bin irgendwo anders gelandet im Kalender. So, ich zeige euch das mal hier. Anhand des roten habt ihr hier nämlich ein Männchen. Und ihr seht, das wird zu dieser hässlichen Motte. Und das weibliche wird eben zu dieser Weiterentwicklung von Burmi, was dann eben so aussieht wie das davor. Das wollen wir jetzt mal machen. Wir entwickeln das jetzt mal. Denn das ist rot und die Weiterentwicklung ist dann auch rot, aber das geht eben nur, wenn ihr ein männliches habt. Ihr braucht also drei männliche eigentlich von jeder Farbe, von jeder Sorte, um die drei Weiterentwicklungen in der jeweiligen Farbe zu bekommen. Das sieht sowieso, was soll das eigentlich sein? Das sieht richtig komisch aus. Aber neuer Pokédex-Eintrag ist einfach nur, es baumelt auf jeden Fall immer noch rum, nennt sich Frau. Jetzt gehen wir mal hier auf das Grüne. Da ist es nämlich genauso. Ihr seht wieder, der Mann würde zu der komischen Motte werden. Aber wir entwickeln wieder eine Frau und machen das grüne Burmi auch zu diesem komischen Kreisel. Das sieht so hässlich aus. Ich frage mich wirklich, wer sich sowas einfallen lässt. Bam! Obwohl, eigentlich, der Kreisel sieht gut aus, weil das ist ja der mit diesem Blattumhang. Da sieht man wenigstens, dass das aussieht wie ein Stück Hecke. Da sind auch noch so Blüten mit dabei. Das sieht eigentlich gut aus. Und wir haben natürlich noch das, was brauchen wir jetzt hier? Das Sandige. Und machen aus dem Sandigen auch noch die Entwicklung mit dem Umhang. Jetzt hätte ich mir das erste nochmal angucken müssen. Wie heißt das dann eigentlich? Burmi und Burmadam? Müsste eigentlich Burmadam heißen, ist ja eine Frau, passt auch dazu. Hier habt ihr das also mit dem Sandumhang und da habt ihr noch eine Biene. Ja, ich glaube, das Grüne sieht am besten aus. Und jetzt wollen wir von jedem natürlich noch eins aufheben, also drei Männer hebt mal auf, aber von dem Gelben haben wir ja noch eins, was wir doppelt haben und holen uns da noch den Eintrag mit dieser komischen Motte. Dazu müssen wir hier aber erstmal das löschen, damit wir den Namen auch sehen und holen uns den nächsten Pokédex-Eintrag. Habt ihr auch schon eure Burmis entwickelt? Habt ihr schon alle drei Farben, alle drei Sorten gesammelt? Das Grüne, das Rote und das Gelbe. Das Gelbe ist ja eigentlich am seltensten, aber ihr könnt das momentan auch aus den Raids ziehen. Und neuer Pokédex-Eintrag. Ja, das sieht doch eigentlich richtig cool aus. Ein Moterpel. Richtig komischer Name, aber egal. Ist einfach ein Smetbo, genau. 1407, ja, kann man mitnehmen. Jetzt haben wir also alle Burmis entwickelt. Ihr seht, wir stehen hier im Nichts, da ist einfach gar nichts um uns rum. Ich beende mal die Aufnahme und zeige euch gleich nochmal, was wir hier die letzten Tage so getrieben haben. Denn da vorne steht noch ein kleines Zelt, da haben wir immer drin rumgehaust. Da ist der Schlafplatz nämlich im Garten. Richtig gechillt. Und da sitzt ein Bob, ne? Richtig gechillt. Und da liegt ein Iswo, richtig gechillt. Und wir laufen hier rum im Familienpool für 30 Euro aus dem Kaufland. Bam! Das war's aber von unserer Seite aus. Entwickelt schön eure Burmis und genießt das Wetter, genießt die Tage. Richtig genial. Immer draußen schlafen, im Zelt. Wenn ihr auch zelten geht, schreibt's mal in die Kommentare. Beste, was man machen kann. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ich wusste kurzzeitig nicht mehr, wo wir sind. Ich auch nicht.